Liebe Damen und Herren, ich habe hier ein paar interessante Photoshop-Tricks für Sie. Eigentlich ist es ja nur ein Trick, aber ja, am besten schauen Sie selber kurz. Es geht nicht lange und es hat da wirklich was Cooles dabei. Ich möchte dieses Bild hier zu Schwarz-Weiß wandeln. Ich nehme dazu einfach kurz die Verlaufsumsetzung. Und wenn Vorder- und Hintergrundfarbe auf Schwarz-Weiß sind, dann gibt es ab und zu sehr schöne, sehr knackige Schwarz-Weiß-Bilder, so wie hier. Jetzt, was ich eigentlich gerne machen würde, ist den Filter und im Filtermenü in den Verzerrungsfiltern anwenden und dort das weiche Licht nehmen. Das Problem ist, dass die Verzerrungsfilter hier nicht zur Verfügung stehen, weil mein Bild im 8-Bit, im 16-Bit, Entschuldigung, Modus vorliegt. Hätte ich ein 8-Bit-Bild, könnte ich jetzt sagen, Filter, Verzerrungsfilter, weiches Licht und könnte dort meinen gewünschten Effekt anwenden, sagen wir so, und das dann am besten auf eine separate Ebene, das habe ich jetzt vergessen, das heißt so, und könnte jetzt mit Ebenenmasken und der Deckkraft zu spielen beginnen und hier diesen weichen Lichtschimmer ins Bild reinmaskieren. Wie auch immer, das geht ja nicht, wie wir gelernt haben, weil wir ein 16-Bit-Bild haben. Was wir jetzt tun könnten, ist beide Ebenen auswählen, beides in ein Smart-Objekt konvertieren, kurz warten, bis die da quasi in einem Smart-Objekt drin sind, könnt jetzt sagen Bildmodus 8-Bit pro Kanal, und weil sich der Originalinhalt im Smart-Objekt befindet, könnte ich jetzt im Filtermenü in den Verzerrungsfilter das weiche Licht auswählen und könnte das dann entsprechend hier drauf anwenden und jetzt mit einer Ebenenmaske und einem, sagen wir, 50% deckenden weißen Pinsel das Ganze hier wieder aufmalen. Das würde eigentlich unser Problem oder unseren Bedarf vollständig decken. Wenn wir jetzt schauen, das ist ohne Effekt, das ist mit Effekt. Ist gut, ist technisch wunderbar ausgefeilt, eine tolle Technik, aber ich bin nicht in jedem Fall Fan von Smart-Objekten, schon gar nicht dann, wenn ich sie erhalten muss, um den Effekt ändern zu müssen, weil die Datenmenge, die kann zeitweilen ziemlich gigantisch werden von Smart-Objekten. Ich mag sie, aber nicht in jedem Fall. Und in diesem Fall habe ich eine bessere Idee. Ich mache es wieder rückgängig, das Ganze, bis wir wieder hier sind. Jetzt zeige ich Ihnen etwas anderes. Und zwar, wie wir den Look von diesem weichen Licht ein klein wenig rekonstruieren können, ohne dass wir den Filter selber anwenden müssen. Und zwar könnten wir einfach kurz Command-Alt-2 drücken, um eine Luminanzmaske zu erstellen. Anschließend gehen wir hier in die Farbfläche und holen uns hier weiße Farbe. So. Und setzen den Modus entweder auf negativ multiplizieren oder auf weiches Licht. Und jetzt sehen Sie, dass wir hier einen ähnlichen Effekt haben. Und wir können jetzt hier auch wieder mit der Deckkraft spielen. Wenn Sie mich fragen, ist dieser Effekt sogar noch schöner als das weiche Licht. In diesem Fall zumindest finde ich es passender, es wirkt weniger künstlich. Und jetzt kommt aber noch ein Problem auf uns zu. Und zwar, wenn ich hier die Deckkraft, sagen wir mal, auf 50% reduziere, um den Effekt in der Stärke anzupassen, dann möchte ich vielleicht mit einer Ebenenmaske diesen Effekt nur auf die Haare und aufs Gesicht beschränken. Das Problem ist jetzt aber, diese Maske hier, die können wir nicht bemalen. Ich bin jetzt auf dem Inhalt der Einstellungsebenenmaske hier. Sehen Sie, ich bin also nicht auf dem Graustufenbild, das wäre das hier, sondern ich bin auf der Maske selber. Und wenn ich diese Maske da jetzt anmale, dann verändere ich ja quasi die Art und Weise, wie diese an und für sich weiße Ebene auf diese Datei wirkt. Verstehen Sie, wie ich meine? Ich darf diese Maske nicht anrühren. Was kann ich jetzt machen, um eine Maske auf die Maske zu setzen, quasi, um das hier abzumaskieren? Nun, da gibt es eine ganz einfache Methode. Und zwar können wir einfach
diese eine Ebene mit Command G in eine Gruppe nehmen und können der Gruppe eine Ebenenmaske geben. Und die darf jetzt von mir aus schwarz sein. Und mit einem weichen Pinsel können wir jetzt die Korrektur hier auftragen mit so viel Prozent und vor allem dort, wo wir wollen. Sehen Sie? Und wenn ich jetzt hier ein- und ausblende, dann haben wir diesen Effekt lediglich hier lokal aufgemalt. Das heißt, wir haben eine Maske für die Gruppe und wir haben eine Maske für die Einstellungsebene. Und das gäbe dann letzten Endes den Effekt von diesem Bild zu diesem Bild. Es gäbe natürlich zig andere Varianten, wie wir einen ähnlichen Effekt auch noch erzielen könnten. In diesem Fall habe ich aber genau diese Technik angewendet, die mir dann letzten Endes, ich zeige Ihnen noch meine Version, die ich dann gemacht habe, diese Version hier ergeben hat, die genauso entstanden ist mit dem, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe. Ich hoffe, ich habe Sie mit diesen paar Tipps und Tricks wieder auf ein paar dumme Gedanken gebracht und hoffe, dass Sie die selber auch bald bei Ihrer Arbeit einsetzen können. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Pixelwühler Michel Meierle.